Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nehmen wir uns mal das Thema WLAN vor. Jeder kennt es. Jedes elektronische neue Spielzeug hat einen WLAN-Anschluss. Das heißt, zum Beispiel der Fernseher hat einen WLAN-Anschluss, mein Musikverstärker, meine PlayStation, mein Handy, mein Tablet, mein Fire TV und so weiter. Und alles teilt sich das eine kleine WLAN-Netz hier. Und es kommt ab und zu auch mal zu Abbrüchen, es wird langsamer oder die Verbindung kann erst gar nicht hergestellt werden. Wer kennt das nicht? Deswegen will ich euch heute eine einfache Möglichkeit vorstellen, wie man ein stabiles und schnelles WLAN-Netz aufbauen kann. Also bleibt dran, bis nach dem Intro. Bis gleich. Der Sammelpunkt für all eure WLAN-Geräte, wie zum Beispiel die gerade genannten, ist immer der WLAN-Router. Als allererstes muss der Standort des WLAN-Routers sehr gut gewählt werden. Mir ist klar, in der Regel ist ja neben der Antennendose bzw. neben der Telekomdose. Trotzdem lässt sich anhand der Länge der Kabel die Position des WLAN-Routers variieren, sodass man mit ein wenig Testen auch schon eine bessere und schnellere WLAN-Verbindung herstellen kann. Was man auf gar keinen Fall machen darf, ist den WLAN-Router direkt auf die Erde zu stellen. Den WLAN-Router neben einem elektrischen Gerät oder Bauteil, zum Beispiel einer Heizung, zu stellen. Oder den WLAN-Router sogar in eine Schublade zu stecken. Die Antennen des WLAN-Routers sollten dabei immer senkrecht sein. Das ist ganz wichtig. Vage ausgerichtete Antennen bringen eine sehr, sehr schlechte Verbindung und sollte nur so ausgerichtet werden, waagerecht, wenn es zum Beispiel etagenübergreifend sein soll. Und ja, auch in so einem Mehrfamilienhaus, so wie ich, mit vielen Nachbarn. Jeder Einzelne hat einen eigenen WLAN-Router, viele, viele WLAN-Geräte und alle funken wild umher, stören sich also gegenseitig. Stellt euch mal vor, ihr schaut Fernsehen mit vielen, vielen Programmen und alle senden auf dem gleichen Kanal. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist ein großes Rauschen. Nun hat man sich da was einfallen lassen und hat, wie beim Fernsehen, die einzelnen Programme auf verschiedene Kanäle verteilt. Auch beim WLAN ist man so vorgegangen und hat verschiedene Kanäle für verschiedene Frequenzen eingeführt, um verschiedene Router auf verschiedenen Kanälen funken zu lassen, damit sie sich nicht gegenseitig stören und kein großes Rauschen entsteht. Die meisten Router sind auf Automatik gestellt, das funktioniert aber meistens mehr recht als schlecht und in der Regel funken die meisten um den Kanal 6 rum. Nun gibt es die Möglichkeit für euch, mit einem Programm, welche ihr in den App Store findet, zum Beispiel Android, Microsoft Phone oder bei Apple, die Kanäle anzeigen zu lassen. Und zwar an den Punkten, wo ihr sitzt, beziehungsweise wo ihr den WLAN-Empfang braucht und prüft damit, auf welchem Kanal zum Beispiel noch kein Nachbar oder ein anderes Gerät funkt. So ein Programm stelle ich euch jetzt vor, und zwar für Android. Den Wi-Fi Analyzer, den findet ihr im Google Play Store, könnt ihr kostenlos runterladen, hat zwar ein wenig Werbung, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Ihr startet einfach diese App, wischt so lange in der App rum, bis ihr genau diese Einstellung seht. Und was ihr hier seht, ist erstmal ein wenig verwirrend, zumindest in einem Mehrfamilienhaus, so wie bei mir. Ihr habt zwei Achsen. Die von unten nach oben zeigt euch die Stärke der WLANs an, die von links nach rechts die verschiedenen Kanäle. Diese ist hier bis 14 eingeteilt, aber in Deutschland nutzt man in der Regel nur bis zum Kanal 13. Ich gehe davon aus, dass ihr euer WLAN kennt, beziehungsweise den Namen eures WLANs und prüft einfach, wo es sich da drinnen befindet. Wenn es sich zum Beispiel wie hier zwischen den ganzen anderen WLANs an ziemlich der gleichen Stelle befindet, ist das ziemlich schlecht und führt zu Abbrüchen und zu Störungen. Manchmal kann man sich sogar gar nicht mal verbinden. Deswegen sucht ihr einfach unten auf der Achse einen freien Kanal an den Punkt, wo ihr jetzt sitzt oder wo ihr das WLAN braucht und stellt euren Router dann dementsprechend ein. Leider gibt es zu viele Modelle, um euch zu erklären, wie ihr den WLAN-Kanal bei euren Router umstellt.
Deswegen bitte ich euch, geht einfach mal zu dem Hersteller oder kontaktiert den Hersteller, googelt mal ein wenig, um eine Anleitung zu finden. In der Regel ist das innerhalb von 5 Minuten erledigt. Und schon habt ihr eine schnelle und sichere WLAN-Verbindung, welche, ich hoffe, so schnell nicht abbricht und euch mehr Freude bereitet. Ganz wichtig ist, regelmäßig solltet ihr mal prüfen, ob der WLAN-Kanal noch frei ist. Vor allen Dingen, wenn ihr merkt, dass nach einem halben Jahr zum Beispiel, wenn ein neuer Nachbar eingezogen ist, die Störungen wieder auftreten. Dann nehmt ihr einfach wieder diese App, sucht einen freien Kanal und stellt euren Router darauf um. Die Empfängergeräte, wie zum Beispiel euer Handy, wie zum Beispiel Tablet, der Fernseher oder die PlayStation, stellen sich automatisch um. Es geht immer nur vom Router aus. Alle anderen Geräte finden dann den Router auch schon wieder automatisch und von alleine. Wenn ihr wollt, schreibt ihr einfach in die Kommentare euer Routermodell. Ich versuche dann rauszufinden bzw. euch zu helfen, wie man den WLAN-Kanal umstellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch auch ein wenig helfen. Ich bedanke mich für das Zuschauen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren oder den Daumen hoch und Daumen runter zu drücken. Bis zum nächsten Video. Tschüss!